Hallo? Da ist wohl ein Virus ausgebrochen, würde ich mal behaupten, ne? Das Tor geht nicht, die Konsole reagiert nicht. Da hinten, da war was, hat mich angegriffen. Und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. So oft war ein Verrückter, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja. Das ist unser erster Halt, wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene, ich melde mich. Ja, verstanden. Der Aufzug geht bestimmt. Da brennt's überall, Digga. Da, Sicherheitssysteme offline. Bleiben Sie in Ihrer Zelle. Oh, da ist jemand. Okay, blocken hat nicht geklappt. So. Nachdem du einen Gegner besiegt hast, drücke die Leertaste, um seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Jawoll. So, was ist mit dir? Kommst du raus? Spielen? Nein. Wunderschönes Spiel, ne? Jacob, hörst du mich? Ja, wie? Ermöglicht zwei Wegefunk mit deinem Chor. Wenn man so lange hier ist, schnappt man ein paar Tricks auf. Ah, du hast es zum Transportlift geschafft. Fahr runter und such auf dieser Ebene den Aufzug. Oh, die ist halt creepy. Wir haben auf einen Unfall vor dem Tor. Ah. Ich hatte die Hoffnung, dass man es trotzdem noch hört. Das da. Absprung. Auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert, der Ort wurde auf. Anweisung des Wardens gesichert, normales Team hat Zugang. Hätte nie gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde, die war wenigstens berechenbar. Okay. Nichts für mich, Digga. Nein. Du? Nö. Okay. Gesundheitsriegel. Immer gut.
Da kann man nicht springen oder so? Nee, okay. Gehen wir weiter gucken. Ich dachte gerade, da liegt eine Knarre. Oh. Achso, Gesundheitsinjektor. Suche nach an Wänden montierten Kästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Drücke 3. Oh ja, das ist gut erreichbar. Um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Jo. Sobald es nötig ist. Achtung! Anomalie erkannt. Okay, der Lift will nicht so ganz. Hier nur was versteckt? Nein. Okay. Warte mal, ich muss die DPI mal ein bisschen höher machen. Ist das jetzt schon? Fehlercode. Ja. 19. Elias, mit dem Aufzug stimmt was nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Verdammt! Das bringt dich zum Isolationstrakt. Du erreichst den Wachturm trotzdem. Dauert nur etwas länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie die völlig durchgeknallten. Ja, cool. Ja, wusste ich. Es war klar. Zugangshalle S019. Ja, hier waren auch schon durchgeknallte. Energieumwandler. Mhm. Nehme ich. Wie Kopfweh. Ich glaube, ich sitze nicht gut. Ein Knack. Warte mal. Oh, was war das? Ihr habt das Knacken auch gehört? Oh oh. Ich hoffe, dass noch Garantie auf dem Stuhl. So. Sieht total creepy aus, oder? Die Atmosphäre hier, die ist richtig geil. Komm ich hier rein? Über das? Nee. Okay. Oh, hier vielleicht. Aus, als wäre da was drin, aber kann ich nichts machen. Warte mal. So. Besser. Oh, nö. Aufschlagen. Nein. Okay.
Also das nervt schon so ein bisschen, muss ich gestehen. Mit dem E schnell drücken. Scheiße. Mach zu, mach zu. Okay. Warum guckst du da hin? Nein. Aber hier ist offen. Und da nicht. Okay. Nicht, dass da was in den Rücken fällt. Wieso haben die da unten Credits? Also überhaupt, dass ein Gefangener Credits hat, aber in dem Bereich da, wenn das der so die ganz durchgeknallten abhängen, schon komisch, ne? Alter, muss ich an jeder Tür machen. Eier gelegt. Ah. Oh Scheiße, Alter. Einer meiner Kumpel. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er war so ein Ding. Hat mich angegriffen. Alles okay? Nein. Nein, aber ich musste ihn töten. Es töten. Was zur Hölle geht hier vor? Ein Facehacker. Cool. Und nichts für mich. Nee. Da ist was drin. Hat sich doch gelohnt. Alter, was Geräusche. What the hell? Weg hier. Elias, hab den Aufzug gefunden. Ich komm rauf. Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Ein guter Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Aha. Dann schauen wir mal. Oh Gott, nein! Hör auf! Nein, sie sind nicht... Tötungserlaubnis wurde erteilt. Abfahrt! Mia, einen wunderschönen guten Abend. Bereich gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ich hab mal wieder ein Horrorspiel gestartet. Popcorn-Feeling. Moin. Ich hab mir gedacht, dass, da hast du bestimmt auch Bock drauf, mal wieder was Spannendes zu sehen. Dir geht's blenden? Ja, mir auch. Mir auch, kann ich sagen. Heute war Abschlussfeier in die Kita von dem Kleinen. Das war schon cool. Ne, die waren heute im Sea Life den ganzen Tag und dann waren so um 15.30 Uhr waren sie dann an so einer Grillhütte, da wo er wohnt, was cool ist. Also ein ziemlich großer Platz, den man anscheinend mieten kann, mit Küche drin, hinten großer Grillplatz natürlich, eine Holzhütte, wo man drin sitzen kann. Da haben die dann aufgeschnittene Wassermelone verteilt und Gurken und Getränke und
Bratwurstbrötchen und Steakbrötchen, alles kostenlos. Ne? Also man konnte spenden, wenn man möchte, aber man war nicht gezwungen, die Dinger jetzt zu kaufen. Ja, und das war richtig cool. Haben sie dann, die Kinder haben dann was einstudiert, ne? Haben dann was gesungen und dann noch so ein Gedicht aufgesagt, die fünf Drachen, wenn ihr das was sagt, ich kannte das nicht. Also fünf Drachenfinger, so heißt es. Ja, und das Lied haben sie wohl selbst geschrieben, die Kindergärtner. Da ging es dann halt die Schulanfänger und so, ne? Das war echt cool. Nur wahnsinnig schwül, wahnsinnig viele Mücken. Abartig. Also, ich glaube um 5:30 oder so sind wir schon wieder abgehauen. Ah, wenn die Kleinen von Kita in Schule wechseln, das ist so eine spannende Phase. Ja, ja, absolut. Absolut. Voll cool. Da kam dann auch die Frage, was hat euch am Kindergarten am besten gefallen? Und dann irgendeiner gerufen, Essen. Und worauf freut ihr euch am meisten in der Schule? Und dann kam nur, ja, was? Und ich dann, Ferien. Ja, cool. Der kleine Mann wird groß. Schon der Hammer. Ja, ne, Essen war so klar. Ah, Steuerung außer Sicht bleiben, okay. Ne, war echt cool. Es waren 30 Kinder, die da raus sind. Haben dann auch eine Urkunde gekriegt und so, weißt du? War echt cool. Keine Bewegungen erfasst. Oh Gott. Terminator steht da. Was will ich? Bewegungsscan wird durchgeführt. Oh. Okay. Das ist echt eine Menge. Ja, das sind doch sehr viele keine Kinder in der Kita. Sehr, sehr viele. Aber es ist eine die schöne Kita. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Mit jede Menge coolem Zeug. Ja, die haben hier einen eigenen Garten, wo sie Blumen anpflanzen und Gemüse. Eine Turnhalle und was weiß ich. Ist riesig. Waffensysteme online. Und haben auch Kooperationen mit der Feuerwehr, wo sie hingehen. Mit dem Seniorenheim, wo sie die älteren Leute dann besuchen gehen und so weiter. Also echt cool, wirklich cool. Klar, bei so vielen Kindern, die kriegen halt nicht alles mit, was die Kinder treiben. Heißt, meiner ist schon öfter mal schön unten bleiben. Beschuldigt worden. Streit angefangen zu haben. Was aber nicht der Fall war. Aber ja. Wenn du so viele Kids im Auge behalten musst, in so einem großen Haus, das funktioniert halt nicht. Nur, die sollten dann halt fair bleiben und sollten beide Kinder, die in dem Streit verwickelt waren, gleich behandeln. Und das tun sie halt nicht. Da gibt es dann halt auch gerne mal Reibereien, ne? Zwischen Eltern und Erzieherin. Was macht Erzieher stolz, wenn Eltern das so loben? Ich freue mich, wenn meine Kollegen. Ja, ja, ja. Sieht aus, als wäre ich tipptopp. Sicher. Ja, und wie gesagt, dass sie dann die Kinder unfair behandeln, jo, ist halt so, ne? Oh, eine Kiste. Wo ist denn der? Nicht da. Gut. Na, ja, aber ja, sollte schon sein, auf jeden Fall. Das sind halt auch sehr viele junge, neue Erzieherinnen. Die kommen damit, glaube ich, noch nicht so ganz zurecht. Bei den Älteren ist das schon eine andere Geschichte.
Ne, die bleiben da schon fair. Ja, aber schön. Wirklich schöner Kindergarten. Kostet auch eine Menge Geld, also das ist schon, sagen wir, das Mindeste, was da so abgehen sollte, dass das schön ist und viel bietet und so. Ja, und dann laufen die rüber in den Park, ne, in den Steffi-Graf-Park und spielen da und so. Also es ist echt cool, die unternehmen sehr, sehr viel, sind ständig unterwegs. Richtig cool. Nutzen das Sprachmodell nach. Ich hab's vergessen, wie es heißt. Du weißt es vielleicht. Vielleicht benutzt ihr das auch. Ja, wo sie dann lesen und schreiben lernen. Mit über diese Sprachmodelle. Keine Ahnung. Irgend so ein Verfahren, was da entwickelt wurde, damit die Kinder das besser lernen können, schneller lernen können. Ja, und einen Schachclub haben sie. Ich habe mein kleiner Schach gelernt. Also beziehungsweise ich habe ihm Schach beigebracht, weil ich gerne Schach spiele. Und ein paar Wochen später, zufällig, haben die das mitgekriegt in der Kita, dass einige Kinder Schach spielen. Und dann haben die einen Schachclub gegründet und spielen dann mit den Kids dann Schach. Das ist super. Letztes Wochenende war er da, da habe ich wieder mit dem Schach gespielt. Also so langsam. Ich muss ihn nicht gewinnen lassen, der kann auch von alleine gewinnen. Alter. Ich arbeite in einer Grundschule mit Hort seit 20 Jahren. Alles weiß ich auch nicht mehr, aus der Kita-Betreuung. Ach so, Grundschule. Ich dachte, du wärst auch in der Kita. Okay, das habe ich dann falsch verstanden. Ja. Hat es nur falsch verstanden, wie gesagt. Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Lockdown. Oh, das will doch keiner mehr hören. Doch sie ist notwendig. So, was mit dir? Geh weg. Bin ich mir gar nicht sicher, ob du das so erwähnt hast oder nicht. Ich weiß nicht mehr. Schon lange her. Also muss ja nur mal, wie heißt der Befehl? Ausrufezeichen Follow Age oder so eingeben. Du wirst schockiert sein, wie lange du schon zuguckst oder schon dabei bist. Wo bist du? Glaube ich, vor zwei Wochen oder so mit Maverick mal geguckt. Hab ich gedacht, was? Okay. Wie die Zeit vergeht. Da. Geh einfach weiter. Da, fast ein Jahr. Gib dir das mal. Ich hätte. Also, wenn ich gefragt geworden. Wenn mich jemand gefragt hätte. Hätte ich gesagt, vielleicht ein halbes Jahr. Oh. Na hier. Kommt her. Alter, die Geräusche. Da bist du rein, Digga. Schmal. Ah, ich muss da rein, okay. Gehen wir mal gucken. Oh, um 18 ist es ein Jahr. In 7 Tagen, ja, was ein Zufall, ne? Ach, die kann man da reinstumpfen, da war doch was. Ich erinnere mich an den Trailer von damals.
In die Ventilatoren kann man die reinstummen, dann werden die zerstückelt. Ja, nächste Woche ein Jahr. Hammer. Ja, ich war auch schockiert. Ich habe Donnerstag habe ich eine E-Mail gekriegt von YouTube, dass mein Kanal zurückgestuft wurde und ich keine erweiterten Optionen mehr habe. Ich so, was? Habe ich mal geguckt, was das überhaupt ist, erweiterte Option. Und da stand dann, dass ich keine Links in meine Videobeschreibung posten kann, dass, was weiß ich, so, solche Dinge halt. Ich so, warum? Und dann, dank Toffel bist du hier, ja, das stimmt. 2 Jahre, 19 Tage. Oder 18 Tage, je nachdem, wie man glauben will. Auch geil. Alter, wie lange mache ich das schon? 2 Jahre, 18 Tage. Wann habe ich angefangen? 10. April, ne? War ein zweijähriges. Ah ja, 3 Monate. Alter. Ja, ja. Urgestein. Oder Uringestein, oder wie man es nennen will. Das ist so krass, wie die Zeit vergeht, ne? Der könnte was tauchen. Oh, ein Stückchen. Jacob, hast du was gefunden? Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Ein Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Watchtime ist, wie lange zugeguckt wurde, ne? Das wäre auch mal interessant. Das wäre auch mal interessant. Hör zu, du bist fast am Wachturm. Ich musste mich durchschleichen, aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Inventar hier. Genau. Also ich würde mal behaupten... Oh, das kann ich ganz sicher behaupten. Toffel ist schon länger da, als ich die Kamera habe. Ich habe ja anfangs, also schon die ersten paar Wochen, paar Videos ohne Kamera, ohne Mikro gemacht. Und dann war The Fast and the Furious das Spiel, was ich auch mal wieder, also mal wieder streamen will. Da habe ich dann Video aufgenommen, ne, mit OBS. Hab das, glaube ich, gar nicht gestreamt, ne, nur aufgenommen. Und hab dann mit so einem ganz billig Mikro für 1,99 so ein bisschen Kommentar dazu gegeben. Und das war so grottenschlecht. Playlist ist auf YouTube. Also sowas darf man nicht löschen. Da kann man sich immer wieder drüber kaputt lachen. Das ist so schlecht. So schlecht. Ja, und dann die erste Kamera habe ich mir vom Vater mal ausgeliehen. So eine uralte... von... Oh, beautiful. Von Soundblaster war die, glaube ich. Grottenschlecht. Grottenschlecht. Aber egal. Kein Licht gehabt, gar nichts. Was war denn das für ein Spiel? Ich bin mir gar nicht sicher. Das könnte dieser Plattformer gewesen sein. Dieser Super Mario-mäßige als Käfig. Müsste ich gucken, was für eine Playlist das ist. Manchmal gibt es wenig Wasser, aber sonst passt das schon. Ja, stimmt. Trinken. Müsste ich auch mal wieder. Prost. Check den Shop. Neues T-Shirt drin. So. Also laut dem Leaderboard hat Maverick 176 Stunden, ich 125 und mir 53. Boah, ist aber auch krass, ne? Echt krass. Das musst du mal überlegen. Mir zuzugucken. Oh. Kommt da jemand? Warum habt ihr nichts einstecken? Den Kopf verloren. Der wird nicht mehr Kopf der Gang werden. Komm, ich will auch den Kopf hier.
Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schoki. Und mir natürlich habe ich noch nicht den scheiß Titanic-Sound rausgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Mit was für einem Programm ich da reinkomme. Oh, Mann, ey. Das ist schlimm, wenn du sowas halt einmalig einrichtest und vielleicht noch ein zweites Mal reingehst, um ein paar Sachen hinzuzufügen. Und es dann, keine Ahnung, ein Jahr oder so nicht mehr benutzt. Einen anderen PC hast mittlerweile. Und nicht mehr weißt, was Sache ist. Also ich weiß nicht, wie es heißt. Visual Alerts, ne? So heißt es ja auch bei euch im Chat. Aber also diese App habe ich ja nicht installiert, damit das hier auf dem Bildschirm nicht passiert. Aber trotzdem habe ich irgendwo die Sachen eingestellt. Da muss ich, also echt schlimm. Also in den Effekten steht das Sound noch drin. Ja. Ich weiß nicht wie. Ich hab's völlig vergessen. Der muss aber weg. Ich meine, klar, wenn ich die Videos schneide, dann. Ich habe die Effekte ja auf einer separaten Tonspur. Die mache ich dann stumm. Klar. Aber das ist halt auch ein Arbeitsaufwand, den ich mir sparen kann. Da geht's weiter. Gucken wir mal hier. Was hast du? Nichts. Da ist auch nichts. Ja. Ja, ich bin ja schon seit einer Woche ungefähr bin ich dran, einen Trailer für den Shop zu basteln. Fast geschafft. Also, ich habe im Schnittprogramm, ne, in DaVinci, habe ich schon mal die ganzen Bilder reingemacht und Übergangseffekte und so. Jetzt muss ich mir noch ein bisschen Mucke raussuchen, die ich da drunter mache. Und dann mache ich, also geht 30 Sekunden ungefähr, was ich bisher habe mit den 27 Produkten oder was das sind, 28. Und dann mache ich das in Short-Format. Und nochmal als separates Video. Vielleicht sogar hier, dass ich dann per Knopfdruck das einfach mal einblenden kann auf dem Bildschirm. Ne, dass ich, was weiß ich. Oh, da kommen welche. Ne, dass vielleicht jetzt das Bild kleiner wird und dann auf der einen Seite dann im Hochformat der Kanaltrailer läuft für 30 Sekunden, ohne Musik in dem Fall, und dann wieder das Bild groß wird. Solche Dinge. Und dann, oder vielleicht programmiere ich es einfach, dass das, keine Ahnung, alle 30 Minuten eingeblendet wird oder so, dass ich da ein kleines Makro schreibe. Irgend sowas in der Art. Halt wie gesagt für die Shorts mache ich das mit mit Musik und hier beim Einblenden mit Soundeffekte oder so. Oh. Schön ausgewichen eben, ne? Okay, also wenn der Arm schlägt, drücke ich nach links und sonst nach rechts, okay. Muss man sich merken. Ja, Popcorn-Feeling. Also genau deswegen habe ich das Spiel ausgewählt. Ich habe es am Anfang vom Stream heute gesagt. Ich habe das Gefühl, dass Star Wars zu langweilig ist für die Zuschauer. Hogwarts Legacy ja auch, weswegen wir das ja nicht mehr zocken. Ich will beide trotzdem weitermachen, natürlich. Dieser neue Warden. Weiß nicht, was ich
von dem Halt. Und in wenigen Monaten mehr verändert als in Jahrzehnten. Starfield genauso. Ist halt ein RPG, ne? Viel Story, viel Gelaber. Das könnte endlich meine Chance sein. Wenig Action. Also wenn Action, dann coole Action, aber trotzdem wenig. Also brauchen wir mal wieder ein spannendes Spiel. Und da ist so ein Horrorspiel, ist doch genau das Richtige, würde ich sagen. Na, ich weiß nicht, wie weit ihr da Bescheid wisst. Das ist Sicherheitssysteme offline. Bleiben Sie in Ihrer Zelle. Von den... Oh, das sieht cool aus. Achtung, Achtung, Achtung. Das sieht cool aus. Ist das dieses... Weißt du? Wo auf der Twitch-Page dann bei den Zuschauern überall ist. Und das sieht echt cool aus. Ja, dann habe ich mir gedacht, hier komm, schön was Spannendes, bla bla bla. Da freut sich Mia bestimmt auch. Dann kann sie ihr Popcorn wieder auspacken. Und es hat geklappt. Einfach nur Nachrichteneffekte. Cool. Was es alles gibt. Alter, ich bin so, der schlechteste Streamer auf der Welt, Alter. Ich habe keine Ahnung, was hier möglich ist. Sie darf mich nicht sehen. Position halten. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wir haben die Kontrolle verloren. Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten. So, der Hammer, echt, ey. Schusserlaubnis erteilt. Ich wiederhole, Schusserlaubnis erteilt. Ja, Sir. Aber, Sir, das wird... Nein, das ist ein Befehl. Töten Sie alles, was sich bewegt. Kann ich denn nicht? Ah, doch. Aua. Du? Da ist ja wieder unser Jedi. Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Ihr kennt die beiden Schauspieler, oder? Ich bin Josh Duhamel. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Du stürzt ja. Und er da hinten ist der... Motion Capture Schauspieler von... Star Wars The Force, The Force Unleashed 1 und 2. Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Lass mich rein. Das ist mein Film. Du kannst es haben. Cleverer Bastard. Oh, ich müsste mir aber auch mal was Grünes reinspritzen. Drei war das, ne? Ich bin durch. Und Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. Beautiful. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Sicherheitscheckpoint. Oh, ich glaube, die suchen mich. Ist das eine Kiste, wo was drin ist? Was ist denn hier los? Mein Herz. Alter Toffel. So, ich will trotzdem mal eben gucken, was hier noch abgeht. Nichts geht ab. Nicht mal die Wandfarbe.